Ja, hallo Leute, hier wieder Adroso mit Let's Play angezockt oder mehr von Skyrim und wir sind hier auf der Flucht durch die Festung und so sieht unser Mädel aus und wir flüchten da jetzt kurz einmal weiter. Und fertig, hier entlang. Okay, komm. So, wo sind wir hier? Aha, wir sind jetzt diesen Steinbruch umgangen. Sag was, komm, aber. Ein Drache. Ja. Der erste seit 1000 Jahren. Ein Drache, ich weiß ja. Was schon? Wer hat die Licht auf? Wen hauen wir da jetzt? Wer ist denn da böse? Ah, die sind alle böse. Verflucht sei das Kaiserreich. Ich kann euch. Ach so? Ah, die mit den blauen Anzügen sind unsere Bösen. Okay. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Könnt ihr da was machen? Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Da ist was im Käfig. Schnappt euch, was ihr könnt. Und dann nichts wie raus hier. Das sieht... Ein Novize ist da drinnen, Leute. Ja, und da gibt's einen Trank und Geld und wieder mal ein Buch. Ja, cool. Aufschließen. Wir durchforsten zuerst einmal alles, was wir da haben. Da ist auch ein Novize. Da, was? Novize? Das war einmal ein Novize. Okay. So, wo sind wir denn hier? Ha, der hängt da einfach so ab. wir nehmen den Totenschädel. Sorry, echt wahr. Das tut mir so leid. Ich wollte deine Totenruhe wirklich nicht stören. Da ist eine Kette, die brauchen wir nicht. Gut, was gibt's denn dann noch zu sehen? Da einiges und... Ha, was ist denn das? Schaden 10, Gewicht, aha. Wir nehmen den einmal. Waffen sind immer gut. Und Rüstungswert 22, Gewicht. Wir können das nicht ausrüsten, ja? Wir nehmen das Schild. Komm, steck weg. Da... Was ist denn das schon wieder? Wieder ein Buch, ja. Geschichtlicher Überblick des kaiserlichen Band... des Kaiserreichs Band 1, okay. Wir haben das jetzt oder haben wir es nicht? Nehmen, okay, genommen. Gut so. Dietriche sind immer gut. Leute, das kommt mir so vor wie in Fallout. Das ist ja so cool. Und das... Ist jetzt geschichtlicher Überblick des Kaiserreichs Band 2. Ja, wir kommen da außen lesen nicht raus. Okay. Was haben wir noch? Aha. Da ist nichts. Also der Innenarchitekt hat sich ja nicht viel überlegt. Und noch ein Buch. Ja, das Buch von Drachenblut. Wir nehmen das auch, ja. Und Eisendolch. Und da ist ein Tornister. Auf Deutsch, ja, Dietriche, perfekt, und Zaubertrank der kleinen Heilung. Wir nehmen da gleich ja alles mit. Und so, was wir durchsuchen wollten wir auch noch. Wer ist denn das? Folterer, da schauen wir mal. Kaiserliche leichte Rüstung, die haben wir schon. Die sind besser, die könnten wir eigentlich gleich ausrüsten. Gut, und das ist ein Schmarrn. Hat nicht viel Gewicht, aber, ja... Einen Wert. Nehmen wir alles mit. Okay. Vielleicht hat die was Besseres anzubieten. Das Beltschild. Mitgenommen. Das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon. Und das Eisenschwert, das brauchen wir auch nicht. So, und der hat wahrscheinlich dasselbe. Ja, in grün. Ah, die Eisen. Die haben wir noch nicht. Gut so. Wir müssen da jetzt rein zum Novizen. Wie machen wir das? So. Na, das gibt's ja nicht, Leute. Ah, Schloss knacken. Benutze links, um den Dietrich zu drehen und rechts, um das Schloss zu drehen. Je näher, ja, wir kennen das. Wer Fallout kennt, kennt das auch. Wir probieren das gleich einmal so. Und perfekt, ja. Hallo Novize, du Magier, du armer Teufel.
So, Gold nehmen wir auf jeden Fall, Zaubertrank nehmen wir auch und noch einmal, und die Kapuze hat kein Gewicht, aber steigert die Magika um 30 Punkte und Magika regeneriert sich um 50% schneller. Dann die Novizenrobe nehmen wir auch gleich mit. Du armer Tropf. Zaubertrank der Geringen, was war das jetzt? Und Gold nehmen wir mit, was nur so geht. Und noch ein Büchlein. Und das schauen wir uns natürlich das nächste Mal an. Da ist auch ein Novize drinnen. Probieren wir es gleich noch einmal. Lass nicht abbrechen. Ja, perfekt. So, da Novize und so. Ja, von wegen. Aha. Wir machen natürlich wieder Ordnung und machen da alles wieder zu, weil sich das so gehört. Und schauen uns noch einmal um hier, ob wir was Hängendes vergessen haben. Eigentlich nicht, so wie es aussieht. Da ein Pfeil, vielleicht können wir den nehmen. Eisenpfeil, jawohl, seht ihr, es zahlt sich ja doch aus. Haben die da mit Pfeilen geschossen hier drin? Okay. Liebste Tosita, wir müssen einfach weiter. Es ist ja schön, aber auf geht's. So, da sind auch noch Käfige. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Okay. Da hinten sehe ich was. Ja, das. Dann üben wir gleich einmal Schlossknacken. Die Position. Oh. Oh, oh. Ja, das war ja natürlich wieder klar. Alter Toso. Schon wieder einen Dietrich verbraten. Einfach so. Hoffentlich zahlt sich's aus. Ein Skelett und der hat 5 Gold dabei. Genommen und ein Knochenmehl mit unbekannt, 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 unbekannt. Wer weiß, wofür wir das brauchen. Verhältnis 1 zu 10 zum Wert, von Gewicht und Wert, kommt auch gut. Und 7 Gold. Naja, so schlecht war das ja nicht. Aber ich frage mich ja doch, wo hat denn der das versteckt, das Gold? Naja, was auch immer. So, wieder mal anständig sein und die Tür zumachen, wie es sich gehört. Und da ist nichts. Und wo ist denn unser Heinz jetzt? Da sieht sie aus, Leute. Da steht er. Da stehen 2. Okay. Skelett durchsuchen, das müssen wir. Und wir haben wieder mal 7. Und dieses unbekannte Knochenmehl. Perfekt. Und was ist denn das? Eine schäbige Robe. Alter Freund, brauchen wir nicht. Es war mir ein Vergnügen, dich kennengelernt zu haben. Ja, wir halten auch zusammen. Da ist wieder mal nichts. Okay. Da war nichts drin und da ist ja noch ein Skelett. Also wenn ihr wisst, wo die Skelette das Geld verstecken, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Mich würde das sehr stark interessieren. Da nehme ich auch noch. Ja? Ist ja echt cool. Hier unten sollten wir besser zusammenhalten. Ja, wer bist denn du jetzt? Folterknecht, komm her. Kümmert euch um euren eigenen Kram. Folterknecht, hauen und so und klopfen und... Was? Kümmert euch um euren eigenen Kram. Ja, ich werde dir gleich eine drüber ziehen. Hier unten sollten wir besser zusammen. Ach, lass es. Keine unnötige Gewalt und wir halten zusammen und dann passt das auch so. So. Besser hier unten als da draußen. Ja, okay, geh weiter. Wo kommen wir jetzt da hin? Wo beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Mysteriös. Oh Leute, und schon gekämpft. Ich hau da... Ah. Und noch wer? Da sind noch einige. Ah, das ist unsere, oder?
Von hinten. Ja, klar. Da sind noch welche irgendwo. Oh, oh. Lauf schnell. Und schon wieder keine Kondi. Unser Mädel ist ja wirklich... Ich will das hier schnell beenden. So. Sehen wir mal, ob wir einen Weg hier herausfinden können. Mitten auf die Kapuze, Leute. Die haben wir ja wirklich fertig gemacht. Die Eisenpfeile nehmen wir und das ist kein guter Deal, auch kein guter. Und Eisenkriegshammer, da haben wir ja schon genug und wir haben ja fast... Den müssen wir noch mitnehmen. Sind wir jetzt schon überlastet? Ja, klar. Egal, Belchil brauchen wir nicht. Eisenpfeile nehmen wir und das Zeug ist auch für nix. Wir haben ja... Und jetzt schmeißen wir da einiges weg, nämlich an Bekleidung. Ich glaube, die ist am schwersten. Da nicht. Gewicht fast überhaupt nichts. Das Beltschild, das brauchen wir ja nicht, oder? Wir haben ein anderes. Eisenschild, ja. Aber das ist ja nicht so schwer. Was haben wir da noch? Die Waffen. Bei den Waffen, glaube ich... Eisen, ja, der hat Gewicht und wir schmeißen da weg. Wie geht denn das jetzt? X ablegen. Einmal und... Das Zeug. Haben wir Eisenschwert. Das ist Gewicht 9. Legen wir auch zweimal ab und dann sind wir schon gut ausgerüstet. Nehmen wir mal das Zeug hier. Ja. Ausrüsten, rechts, und dann haben wir noch das Eisenschild. Wo ist denn das? Eisen, Kriegshammer, Eisen, Eisenschwert, Eisenaxt. Wo ist denn das? Da ist das Eisenschild, seht ihr? Und das rüsten wir auch gleich aus. So, dann haben wir jetzt. Ja, das kommt archaisch rüber. Ne? Okay. Ja, kommt hier entlang. Wir werden da einfach mal schauen, was die Jungs da haben. Vielleicht eine bessere Rüstung und so. Da sind die Jungs. Der hat nichts. Eisenzweihänder haben wir ja schon. Brauchen wir nicht. Und Folterknecht. Den Streitkolben haben wir auch noch nicht. Ja, der kommt gut. Die ist nicht besser. Die haben wir und die kennen wir auch schon. Eisenzweihänder, ja, ja. Lassen wir das und der Eisendreiaxt. Schwarren. Dann laufen wir zu da zum nächsten. Der hat sicher noch Eisenstreitkolben. Nichts, was wir brauchen könnten. Aber einige Pfeile, hä? Ne, okay. Gut so. Nochmal kurz darunter geschaut. Ob da noch was liegt. Können wir da drüber springen? Ja, klar. Und mitten in die... Können wir uns da hinlegen? Da sind nämlich auch immer Sachen versteckt, aber was soll's. Okay, Leute, das war's wieder mal für ein Gemetzel hier und unserer Tosita. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, wenn wir unserem ungeduldigen Freund folgen. Der ist anscheinend so gelevelt, der braucht nichts. Okay, wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis gleich. Euer Toso. Mein Gott, kommt die gut.